Funktionsprinzip einer Röntgenröhre. Noch 1895 war unklar, wieso in der Nähe von sogenannten Kathodenstrahlröhren photochemische Platten belichtet werden. Der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen hat versucht, diesem Phänomen auf die Spur zu kommen und wurde vom englischen Lord Kelvin der Charlatanerie bezichtigt. Diese Charlatanerie hat 1898 eine medizinische Revolution ausgelöst. Röntgen nannte diese Strahlen X-Strahlen, weil er nicht wusste, was sie auslöst. Er hat testamentarisch verfügt, dass diese Entdeckung nicht nach seinem Namen benannt werden sollte. Was sind nun diese X-Strahlen? Röntgenstrahlung entsteht, wenn Elektronen hoch beschleunigt werden, also stark beschleunigt werden und auf Materie treffen. Dabei entsteht Bremsstrahlung, die in Form von sogenannter Gammastrahlung freigesetzt wird. Das Frequenzspektrum dieser Gammastrahlung hängt davon ab, wie stark die Elektronen beschleunigt wurden. Zuerst zum Grundprinzip. Eine Röntgenröhre besteht, wie eine normale Röhre auch, aus einer Quelle für die Elektronen, meistens eine geheizte Wolframkathode. Und einem Target, einer Anode. Das hier ist die Anode einer neuen Röhre, Röntgenröhre. Die Anode selbst ist aus Wolfram und eingelassen in Kupfer zur Wärmeabfuhr. Man sieht, dass innerhalb der Anode, das Wolfram etwas geschwärzt ist. Das liegt daran, dass das Wolfram sehr stark thermisch belastet wird. Die ersten Röhren, die 1898 auf den Markt kamen, waren sogenannte Ionenröntgenröhren. Das heißt, die Röhre selbst hat kein Hochvakuum, sondern hat noch eine leichte Gasfüllung. Sie besteht aus einer Kathode, einem Pumpstutzen, um die Röhre zu evakuieren, und einem Getter, um eventuelle Reste zu absorbieren. Das hier ist das Getter. Das ist der Pumpstutzen. Diese Röhre ist eine Schulröhre zur Demonstration von aus den 60er Jahren. Das hier ist das Target, also sprich die Anode. Und das hier ist die sogenannte Anti-Anode. Das Problem ist, dass Elektronen so stark beschleunigt werden, dass sie die Anode durchschlagen und hinter der Anode eine Wolke bilden. Diese kann zu Störungen kommen, dass die erzeugte Röntgenstrahlung reflektiert wird. Und um das zu verhindern, werden diese Elektronen, Entschuldigung, mit der Anti-Anode eingefangen. Da dies eine Schulröhre ist, ist der Aufbau relativ einfach. Betrieben wird diese Röhre mit ungefähr 70.000 Volt. Meistens mit einem einfachen Funkeninduktor. Das hier ist eine echte Ionenröntgenröhre, gebaut von Wenelt, ungefähr 1900. Man sieht hier auch,
bisschen kompliziert, das Teil zu halten. Das hier ist die Kathode. Die Kathode ist schon auch stark geschwärzt aufgrund der starken Benutzung. Das ist die Anode. Auch hier sieht man den Wolframkern, umgeben von Kupfer. Und das hier ist die Anti-Anode, die freie Elektronen einsammelt. Zusätzlich gibt es noch eine Regenerationselektrode, die benutzt wird, die ist aus Platin. Jetzt fehlt mir die dritte Hand. Um auch wieder freigesetztes Gas in der Röhre möglichst zu absorbieren. Die Anti-Anode ist auch mit der Anode verbunden. Und auch diese Ionenröntgenröhre wird mit einem Funkeninduktor betrieben bei ungefähr 120.000 Volt. Das ist der Pumpstutzen. Da bei Röntgenröhren eine sehr hohe Energie freigesetzt wird, ist es nötig, dass die Anode aktiv gekühlt wird. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Meistens wird sie luftgekühlt, also mit einem aktiven Luftstrom durch den Kühlkörper der Anode. Das hier ist eine sogenannte Grenzstrahlenröhre, wie sie zur Mammographie benutzt wurde. Grenzstrahlen sind der unterste Bereich der Röntgenstrahlen und entsteht bei ungefähr ab 10.000 Volt Beschleunigung der Elektronen. Auch die meisten Röhren in Fernsehgeräten, wie die Gleichrichterröhre und auch die Bildröhre, setzen geringfügige Röntgenstrahlen frei. Dies wird meistens dadurch verhindert, dass die Röhren selbst mit Bleiglas beschichtet sind bzw. in einem Abschirmkäfig benutzt werden. Hier sieht man auch wieder die Anode aus Kupfer. Der Wolframkern ist innerhalb des Kupfers und die Kathode ist hier oben. Die Röhre selbst emittiert die Röntgenstrahlung durch Reflexion. Deshalb ist die Anode in diesem Fall oben. Seitlich sind die Anschlüsse für die Heizung. Links zu allen Röhren sind in der Beschreibung mit etwas besseren Fotos ohne die Reflexion des Lichts. Eine Möglichkeit zur Kühlung ist auch eine aktive Wasserkühlung. Dies hier ist eine Röhre mit einer sogenannten Durchflusskühlung oder Durchlaufkühlung. Man sieht hier an der Röhre der Kalkbelag vom Wasser. Die Anode selbst wird durchflossen während des Betriebs, in diesem Fall von Wasser. Es gibt auch Röhren, die werden mit Öl durchflossen. Das ist eine Röhre aus einem Zahnarzt-Röntgensystem circa der 60er Jahre. Man sieht hier ganz gut den Aufbau des Röhrensystems selbst. Nämlich zum einen der Kathode. Hier ist jetzt auch sehr schön der geheizte Wolframfaden zu sehen.
fehlt nur noch, dass die Röntgenröhre vor laufender Kamera IOL'd wird. Und man sieht auch sehr schön die Anode und vor allem auch der Brennfleck der Anode, weil das Wolfram während des Betriebs sehr stark belastet wird. Wolfram hat einen Schmelzpunkt von 3422 Grad Celsius und wird meistens mit Rotglut betrieben. Diese Röntgenröhre wird auch bei ungefähr 80.000 bis 100.000 Volt betrieben. So, jetzt kommen wir zu den harten Sachen. Das ist eine sogenannte Therapie-Röntgenröhre von Siemens. Sie ist spezifiziert für 300.000 Volt und ist ebenfalls mit Durchflusskühlung ausgestattet. Hier ist der Anschluss der Anode. Dort wird das Kühlwasser entnommen und eingefüllt. Das ist die Kathode, Entschuldigung, die Anode mit dem typischen Berylliumglas. Das Berylliumglas ist dafür da, dass bestimmte Spektren der Röntgenstrahlung gefiltert werden. Hier ist die Kathode. Typenbezeichnung. Und hier ist der Anschluss für die Heizung. Dies ist eine Röntgenröhre mit sogenannter Siedewasserkühlung. Es ist ein Media Metallics System Philips, produziert von Röntgen Müller in Hamburg, circa 1920. Die Röntgenröhre selbst ist aufgebaut wie jede andere Röntgenröhre, mit dem Unterschied, dass die Anode aber durch Wasser gekühlt wird. Das Prinzip ist, dass eine verdampfende Flüssigkeit wesentlich mehr Energie aufnehmen kann, also absorbiert, als Luftkühlung. Die Röhre wird aufrecht betrieben und mit Wasser gefüllt. Oben ist der Anschluss für den Schornstein und unten sieht man das Wasserreservoir und dieses mit Kalk beschichtete Teil ist in die Anode eingetaucht und führt Kupfer und führt die Wärme ab. Das Wasser verdampft in der Röhre. Und durch die Verdampfung des Wassers wird die Wärme der Anode selbst entzogen.
ist ein Blick in das Beryllium-Glas. Die Röhre ist mit Blei abgeschichtet. Hier ist die Typenbezeichnung. Und dann und ein versuchter Blick in die Anode. Die Dichtungen sind leider schon korrodiert. Betrieben wurde diese Röhre auch bei ungefähr 100 bis 120.000 Volt. Das ist eine sogenannte Röntgenröhre mit Drehanode. Es ist eine Pantix P40 von Siemens. Das Prinzip einer Drehanode ist, dass die Anode selbst mit Hilfe eines Elektromotors von außen gedreht wird und dadurch die Wärme auf eine größere Oberfläche verteilt wird. Dies ist der Anschluss der Heizung. Das ist die Kathode. Und das hier ist die Anode. Man sieht, dass die Anode bereits sehr stark geriffelt ist, also dass das Wolfram bereits stark angegriffen worden ist durch den langen Betrieb. Ebenfalls sieht man, dass das Wolfram schon teilweise verdampft ist durch die Metallanheftungen innerhalb der Röhre. Das ist der Anker für den Elektromotor, der mit Magneten die Anode dreht. Man sieht, dass die Anode lagernd aufgehängt ist. Und das ist der Anschluss der Anode. Drehanoden müssen nur noch mit einfacher Luftkühlung gekühlt werden. Und sie sind auch in der Lage, mit sogenannten Dauerstrich zu arbeiten, also im konstanten Betrieb. So, ich bin umgezogen ins Museumszimmer, da jetzt ein etwas größeres Objekt vorgestellt wird. Es geht um die Röntgenkugel von Siemens, entwickelt ca. 1936. Die Röntgenkugel war das erste Röntgensystem, das portabel war und direkt am Lichtnetz betrieben werden konnte. Das heißt, die Röntgenkugel konnte zum Patienten ins Zimmer gefahren werden und direkt ans vorhandene Lichtnetz angeschlossen werden. Die Kugel selbst war höhenverstellbar. Ich konnte den Ausleger beliebig rausziehen bzw. auch in der Höhe verändern.
sowie auch die Kugel selbst in der Position beliebig verändern. Dadurch war es möglich, die Röntgenquelle direkt über den Patienten zu fixieren. Und das war damals revolutionär. Das Prinzip ist, der Hochspannungstrafo selbst ist in der Röhre, Entschuldigung, in der Kugel eingebaut. Also der Hochspannungstrafo ist hier. Und die Röhre selbst, so schauen wir, ob wir das mit einer Hand hinbekommen. Die Röhre selbst ist innerhalb des Transformators montiert. Insofern bildet die Röntgenröhre selbst und der Transformator eine Einheit. Auch interessant an meiner Variante ist, es ist noch der Originalzeitschalter der Firma Ritter vorhanden. Diese Röntgenkugel wurde bis in die 70er Jahre noch benutzt und die Zeitschalter wurden meist ausgetauscht durch elektronische Zeitschalter. Das ist noch der original mechanische Zeitschalter der Firma Ritter. Und auch interessant ist, innerhalb dieser Uhr ist die Aufheizzeit der Röhre mit integriert. Also wenn ich es hier, ich habe eingestellt 4,5 Sekunden Belichtungszeit und der Timer berücksichtigt die Zeit, die die Röhre braucht, um aufzuheizen. Ausgelöst wird die Röhre, indem ich auf den Knopf drücke. Achtung! Und die Belichtung ist beendet. Das Einzige, was an dieser Röhre nicht mehr original ist, ist das Netzkabel. Das wurde irgendwann in den 70er Jahren ausgetauscht. Auch die Zuleitung vom Timer zur Kugel ist getauscht worden. Ansonsten ist das Gerät doch komplett im Originalzustand. Das hier ist übrigens die Zahnarztvariante der Röntgenkugel. Und zwar die Chrom-Variante war die Zahnarztvariante, während die Beige-Variante die Version für den Wald- und Wiesenarzt war. Auch hier ist der Tubus eine Ausrichthilfe für den Filter. Den Tubus kann ich auch entfernen und sehe, dass es einhändig nicht wirklich funktioniert. Ist die Feder zu stark, bist du zu schwach? Gut. Innerhalb des Tubus ist noch ein kleiner Bleiring, der dafür sorgt, dass die Bestrahlung des Patienten auf minimal reduziert wird. Also das war schon zu einer Zeit, wo man sich Gedanken gemacht hat, dass der Patient nicht unnötig gegrillt werden muss.
Und natürlich das wichtigste Argument war, die Röhre war portabel. Dies ist ein sogenannter Röntgenspiegel nach Zeiper, entwickelt ca. 1910. Dies ist ein Zahnarztspiegel mit einer Beschichtung, die es mir erlaubt, das Röntgenbild direkt auf dem Spiegel sichtbar zu machen. Das ist die Form eines normalen Zahnarztspiegels. Das Prinzip war, dass neben dem Kopf des Patienten die Röntgenröhre platziert wurde und der Zahnarzt halt mit Hilfe des Spiegels schauen konnte, wo das Problem am Zahn ist. Wohlgemerkt, solange die Röhre lief, hat sich der Arzt minutenlang Zeit gelassen, um den Patienten zu untersuchen. Das Argument für diesen Spiegel war, Sie sparen sich als Arzt die Photochemie und die Zeit. Diese sogenannten Röntgenspiegel bzw. Röntgenzahnarztspiegel gab es bis in die 1960er Jahre. Ein Modell aus den 50er Jahren war der sogenannte Röntgenfreund. Das ist die Originalwerbung. Fokus. Es gab auch einen Hinweis auf die Strahlenbelastung, immerhin, sowohl für den Arzt als auch den Patienten. Und so sah das Teil dann in echt aus. Das ist die Schirmung für den Patienten. Das ist der Handgriff. Und das sind die Einsätze. Ach komm, Fokus. Das war der Röntgenfreund. Dies ist ein sogenannter Röntgenschirm. Schon seit Beginn der Röntgenuntersuchungen wurden auf diese Art Patienten untersucht. Die Anwendung ist ganz einfach. Hier habe ich meinen Mann dargestellt als Patient und Röntgenarzt. Der Patient selbst wird vor die Röntgenröhre gestellt. In diesem Fall jetzt auch eine Röntgenkugel. Und der Röntgenarzt schaut durch den Röntgenschirm und sieht im Live-Betrieb praktisch das Röntgenbild. Er wird natürlich auch entsprechend durchleuchtet. Das war zu Anfang noch unbekannt. Erst in den 1920er Jahren ist aufgefallen, dass die Röntgenärzte wie die Fliegen von der Stange gefallen sind. Und hat man sich die Frage gestellt, könnte es vielleicht was damit zu tun haben?
Dieser Röntgenschirm ist im Prinzip eine umgebaute Kamera. Im Inneren befindet sich der Röntgenschirm selbst. Die fluoreszierende Schicht leuchtet entsprechend im Röntgenbild. Die Stellen, wo abgedunkelt werden, sind auch im Bild dunkel, also das Bild ist ein Positivbild. Und die Kamera wollte ich schon sagen, der Röntgenschirm selbst kann auch zusammengefaltet werden. So, das Ganze ist einhändig etwas schwer zu demonstrieren. Damit ist es auch möglich, dass der Schirm transportiert werden kann. Diese Art der Röntgenschirme wurden auch bis weit in die 50er Jahre benutzt.